dem Dunkel des Ungewissens stoßen sie plötzlich hervor. Fliegende Untertauchen. UFOs. Die letzte Geheimwaffe des Dritten Reiches. Invasoren aus den Tiefen des Weltalls. Oder Produkt überspannter Fantasie. Und doch, zumindest hat es sie gegeben, die Flugscheiben, die oft nebulös angekündigte Wunderwaffe, die das Schicksal Deutschlands noch hätte wenden sollen. Längst haben sich Fantasie und Wirklichkeit der Flugscheiben miteinander vermengt. Eine regelrechte UFO-Literatur hat sich entwickelt, zumindest fernab jeglicher Realität. Bizarre Märchen, aus einem Funken Wahrheit erwachsen, dessen eigentlichen Kern niemand genau kennt. Ein UFO-Bericht, der in unsere Hände gelangte, soll nun für sich sprechen. Wahrheit oder Fälschung? Hier der Bericht, wörtlich wiedergegeben. Samstagabend. Ein Raumschiff, eine UFO-Untertasse, kommt verhältnismäßig tief geflogen. Es ist vielleicht etwas schneller als ein Sportflugzeug, gibt aber nur singende Laute von sich. Es fliegt in meiner Richtung. Ich habe noch Zeit, es zu fotografieren, wie es über mich wegfliegt. Es hat unten drei runde Auswüchse und in der Mitte einen dunkelblauen Punkt. Ich kann ein Hakenkreuz mit spitzen Ecken erkennen. Das ganze Raumschiff ist ziemlich groß und macht irgendwie einen beängstigenden Eindruck. Es sieht sehr fremdartig aus. Es fliegt ruhig weiter. Ich kann dann sehen, dass es irgendwo tiefer geht. Die Richtung merke ich mir. Es ist sowieso meine Richtung, in die ich muss. In der Umgegend sind nur Betriebe, wo jetzt kein Mensch ist. Hinter einer Mauer steht das Raumschiff in der Dämmerung. Aber es ist alles noch gut zu erkennen. Die drei Auswüchse an der Unterseite sind mit Rollen versehen, die untergelegt worden sind, wie es aussieht. Der Lastwagen mit dem Kran macht etwas im Hintergrund, was sich nicht erkennen lässt. Es sind nur zwei Mann zu sehen, einer unter dem Raumschiff und einer oben auf dem Dach, wo eine Luke sein muss. Denn er ist darin verschwunden. Alles ist hier sehr still. Auf dem Raumschiff ist ein Kreuz, das aussieht wie ein Wehrmachtszeichen im Negativ. Fenster hat das Raumschiff keine, aber zwei versetzte runde Öffnungen, vor denen vielleicht ein Gitter ist, aber kein Glas. Die Untertassenscheibe hat an den Rändern merkwürdige Platten, die ein bisschen wie Schaufeln von Turbinenrädern aussehen, aber etwas anderes sein müssen. Die drei Auswüchse unten und das ähnlich aussehende Gebilde ganz oben haben Rohre, die wie Geschütze aussehen. Für Antennen sind sie viel zu dick. Das Raumschiff hat einen Durchmesser von schätzungsweise etwa zwischen 18 und 20 Metern. Es wirkt bedrohlich. Außer dem Lastwagen stand abseits noch ein NSU Ro 80 mit Solinger Nummer. Dann kam noch ein grüner VW und die Beobachtung konnte nicht mehr fortgesetzt werden. In der nächsten Woche sind da mehrere UFOs in Bayern gesehen worden. Ich bin überzeugt davon, dass mein Raumschiff eines davon war, aber meine Fotos wurden nicht verwendet. Ich habe dann gehört, dass ein Tankwart mein UFO auch fliegen gesehen hat. Er sagte mir dann, sie hätten ihn für betrunken gehalten und er hätte dann gesagt, er habe bloß einen Witz gemacht. Aber in Wirklichkeit haben wir das Raumschiff gesehen. Ich habe es starten gesehen. Es flog schon in der Luft, als ich heran war. Am 14. Dezember 1944 verbreitet die New York Times diese erste konkrete UFO-Meldung der Geschichte. Unter der Schlagzeile "Floating Mystery Ball is new Nazi air weapon" lesen wir: Eine neue deutsche Waffe ist an der westlichen Front erschienen. Das wurde heute enthüllt. Flieger der amerikanischen Air Force berichteten, dass ihnen silberfarbene Kugeln im deutschen Luftraum begegnet sind. Die Kugeln begegneten ihnen einzeln oder in Schwärmen.
Einige erschienen fast durchsichtig. Dies entspricht der Beschreibung eines durch Elektrogravitationsantrieb fliegenden UFOs, wovon noch viel zu sagen sein wird. In der Folge häuften sich die Meldungen über deutsche Flugkörper geheimnisvoller Machart. Besonders kurz nach der Kapitulation der Wehrmacht wurden über Nordeuropa ganze Serien von Ghost Rockets gesichtet, wie man die unbekannten Flugobjekte damals nannte, und zwar namentlich im Luftraum Skandinaviens, wo, in Norwegen, noch bis zuletzt deutsche Truppen standen. Seit 1944 tauchen UFOs nachgewiesenermaßen auf. Bis 1947 zeigten sie sich hin und wieder, von 1947 an dann immer häufiger. Welches Geheimnis steckt dahinter? Der unversiegbare Kraftquell für die Aufrechten aber ist die schwarze Sonne. Unendlich strahlt ihr Licht. Das Menschenauge kann sie nicht sehen, und doch ist sie da. Wie die helle Sonne des Tages nach außen hin leuchtet, so strahlt die dunkle Sonne in das Innere der Menschen hinein. Durch sie leuchtet der Gottheit Licht. Die Esoterik des Dritten Reiches liegt bis auf den heutigen Tag unter einem dichten Schleier aus Rätselhaftigkeit und Geheimhaltung. Ihre führenden Männer kamen aus den Kreisen der Thule-Gesellschaft und der SS. Ihre Ideen unterschieden sich sicherlich in vielem von der durch die NSDAP betriebenen Politik. Die schwarze Sonne war ihr heimliches Zeichen. Jahrtausende altes Geheimwissen bildete die Grundlage, von der die Esoteriker des Dritten Reiches ausgingen. Sie waren die ersten Menschen dieses Jahrhunderts, die nach vollkommen neuen Wegen suchten. Gewissermaßen waren sie auch die ersten Grünen, die eine neue Harmonie zwischen Mensch und Natur anstrebten. Das Zeichen der schwarzen Sonne finden wir bereits in babylonischen und assyrischen Tempeln. Auch Phönizier und Karthager kannten das Symbol und den dahinterstehenden Glaubensgedanken. Im babylonisch-assyrischen Kulturraum wurde die schwarze Sonne, das innere Licht Gottes, oft in Form eines Kreuzes dargestellt. Assyrische Könige trugen dieses, unserem Ritterkreuz, ganz und gar gleichende Zeichen. Der Ursprung dieses Kreuzes ist also um Jahrtausende älter als das Christentum. Wir wissen nicht, welche geheimnisumwobenen Gedanken die Esoteriker des Dritten Reiches im Einzelnen verfolgten. Vielleicht könnten sie die Offenbarung des neuen Babylon, das im Lande der Mitternacht aufgehen wird, wenn der dritte Sargon, der Befreier von Unterdrückung und Fremdherrschaft, kommt. Von Norden wird er kommen, unvermutet wird er hereinbrechen über die im Gift lebende Erdenwelt, wird mit einem Schlage alles erschüttern und seine Macht wird unbezwingbar sein. Er wird keinen fragen, er wird alles wissen. Eine Schar Aufrechter wird um ihn sein. Ihnen wird der dritte Sargon das Licht geben und sie werden der Welt leuchten. Ihr bewegt falsch. Dieser Ausspruch des Erfinders Viktor Schauberger, der zu jenen Esoterikerkreisen zu rechnen ist, spricht einen der wesentlichsten Punkte der Sache an. Heutzutage würde man sagen, die Suche nach alternativer Energie. Doch damals ging es um noch viel mehr, nämlich um eine andere Wissenschaft, eine grundsätzlich andere Technik. Vereinfacht könnte man sagen, Implosion statt Explosion. Die Esoteriker des Dritten Reiches hatten erkannt, dass alle göttliche Gestaltung stets aufbauend ist, niemals aber zerstörend. Eine Technik, die auf der Explosion beruht, also auf Zerstörung, kann somit nicht im Sinne des göttlichen Prinzips sein. Alle Verbrennungsmotoren beispielsweise, ob der Kolbenmotor oder ein Raketenantrieb, arbeiten mit dem Explosionsprinzip und also mit zerstörerischen Kräften. Ihre Auswirkungen müssen schädlich sein, da das widergöttliche Prinzip das satanische ist. Die mittlerweile allgemein erkannte Umweltzerstörung durch Explosionstechnik, zu der auch die Kernenergie gehört, Abgase und so weiter, macht deutlich, dass die Forderung nach der anderen Technik, wie sie seinerzeit erhoben wurde, ihre Berechtigung hatte. Viktor Schaubergers Experimentalflugkreisel arbeiteten mit den Kräften der Levitation. Auf der Suche nach neuen Energie- und Antriebsquellen spielten immer wieder auch esoterische Prinzipien eine Rolle.
Solche Forschung galt besonders der Entwicklung von Elektrogravitations- und Tachyonenantrieben. Hier schien der Kern der anderen Technik gefunden zu sein. Die rohstoffunabhängige, billige und saubere Energie der Zukunft. Die Sonderabteilungen U13 und SSE4 arbeiteten konzentriert an der Verwirklichung dieser Technik. In den Tachyonenflugkörpern Haunebu, von denen nicht nur zeichnerische Entwürfe, sondern auch Fotografien enthalten sind, von deren Echtheit wir ausgehen. Sehen wir uns also den mutmaßlichen Aufbau eines deutschen Tachyonenflugkreisels des Typs Haunebu 2 an, wie ihn der Computer rekonstruiert. Es ist anzunehmen, dass dieser Grundaufbau in etwa dem aller deutschen Flugkreiseltypen entspricht. Auch zahlreiche UFO-Fotos, die nach 1945 aufgenommen wurden, zeigen die charakteristischen Merkmale dieses Aufbaus. Die technische Grundlage des Antriebs dürfte die Erfindung des deutschen Kapitäns Hans Kohler gewesen sein. Es ist bekannt, dass noch 1944 die Serienproduktion von Kohler-Tachyonen-Konvertern bei AEG und Siemens vorbereitet wurde. Der Kohler-Antrieb benötigte eine verhältnismäßig geringe Anfangsenergie, etwa aus einem Elektroakkumulator, um aktiv zu werden. Nach relativ kurzer Zeit wurde der Kohler-Konverter dann nicht nur energieautark, sondern auch energieerzeugend, ohne dabei jedoch den sogenannten Energiesatz zu verletzen. Denn hier entstand nicht etwa Energie aus dem Nichts, sondern es fand vielmehr eine Umwandlung von Kräften des Erdgravitationsfeldes in nutzbare Elektrizität statt. Ein Prinzip von genialer Einfachheit, sofern man es beherrscht. Diese offensichtlich aus der Haunebu 2-Entwicklung stammenden Skizzen verschaffen uns einen recht guten Eindruck vom Innenleben dieser Flugkörper. Wahrscheinlich war ein solcher Flugkreisel so ausgelegt, dass er ähnlich einem Schiff für längere Zeit selbstständig operieren konnte, also auch über Wohn- und Schlafräume verfügte. Die eigentliche Antriebsquelle dürfte in dem kugelförmigen Mittelpunkt zu sehen sein, während die darum gelagerte Scheibe wohl das Triebwerk an sich bildet. Aber es wurde auch mit Flugscheiben konventioneller Antriebsart experimentiert. Vielleicht als Vorstufe, solange noch keine unkonventionellen Triebwerke in ausgereifter Form zur Verfügung standen. Unter der Bezeichnung V7 wurden verschiedene Flugscheiben konstruiert und als Prototypen gebaut. Es ist leicht vorstellbar, dass hier eine Parallelentwicklung stattfand, die der zwischen V1 und V2 im Prinzip vergleichbar wäre. Im Juli 1941 begannen die Entwicklungsarbeiten am Schriever-Habermohl-Flugkreisel, einem senkrecht startenden und landenden Rundflugzeug mit Düsenantrieb. Ende 1942 fanden erste praktische Erprobungen statt, bei denen gravierende Konstruktionsmängel zutage traten. Das erste Versuchsmodell ging gleich beim Start zu Bruch. Das Nachfolgemodell besaß nun eine neu konstruierte Tragschraube und zwei schwenkbare Walter-Düsenrohre. Die große Steuerflosse fiel völlig weg. Auch das zweite Versuchsmodell war untauglich. Und auch der nächste Prototyp dieser Bauart erfüllte nicht die Erwartungen, die an ein als Langstreckenbomber gedachtes Fluggerät gestellt wurden. Es gab eine lange Reihe von Versuchen und eine Menge Konstruktionen wurden angefertigt. Der intensiven Entwicklungsarbeit von Schriever-Habermohl
war zunächst kein Erfolg beschieden. Ebenfalls seit 1942 arbeitete Dr. Ingenieur Richard Miethe an einem diskusförmigen Flugkörper, der bessere Aussichten auf Erfolg bot. In Zusammenarbeit mit dem italienischen Forscher Giuseppe Belluzzo entstand eine weitere V7-Variante. Kam es zu einem Zusammenwirken von Miethe Belluzzo und Shriver Habermoll. Das Ergebnis war die erste legendäre, fertiggestellte V7. Später fotografierte Flugkörper, die möglicherweise dem Prototyp einer V7 entsprachen, trugen wieder das Balkenkreuz der deutschen Wehrmacht. Hier genau zu sehen. Dr. Richard Miethe berichtete Adolf Hitler über seine Forschungsarbeiten und seine Konstruktionen. Am heutigen 17. April 1944 ist unter meiner Leitung und in Gegenwart von drei Obersten der Luftwaffe über dem baltischen Himmel die Vergeltungswaffe 7 erprobt worden. Die folgende Zusammenstellung enthält die allgemeinen Eigenschaften und die erzielten Leistungen des Flugkörpers. Die V7, ein Überschallhubschrauber, der mit 12 Turboaggregaten der Type BMW 028 ausgerüstet ist, hat beim ersten Testflug eine Höhe von 20.803 Metern, beim zweiten Aufstieg eine Höhe von 24.200 Metern erreicht. Als Grundtreibstoff diente Helium. Noch eine weitere Flugscheibenentwicklung reifte heran. Die Typenreihe Vril, von der sogenannten Schumann-Gruppe geschaffen, die höchstwahrscheinlich mit der SSE-4 in enger Verbindung stand. Die Arbeiten an den unkonventionellen Fluggeräten standen aber nicht nur in einem Wettlauf mit der Zeit und mit dem Kriegsverlauf, sondern auch in ständiger Rivalität zu den zahlreichen konventionellen Waffenprojekten. Wer bekam die nötigen Rohstoffe, Materialien, Arbeitskräfte? Eine Zersplitterung der Kräfte und Verzettelung der Möglichkeiten setzte allerorten ein. Immer neue Superwaffen wurden entwickelt, erprobt, in kleiner Stückzahl gebaut. Die eigentlichen Wunderwaffen, von denen so oft die Rede war, sahen anders aus. Nicht feuerspeiend und tosend, sondern still und geheimnisvoll. Eine Zwischenstufe bildete das Projekt Feuerball. Die Alliierten gaben diesen Flugkörpern den treffenden Namen Foo Fighters. Die Feuerbälle wurden in Wiener Neustadt entwickelt, unter Leitung der technischen Truppe der SS.
Mittels Funk wurde der Feuerball in die Nähe alliierter Flugzeuge manövriert. Dann übernahmen Infrarotsensoren die weitere Steuerung aufgrund der Motorabgase der Feindmaschinen. Sinn und Zweck dieser Feuerbälle war vor allem die Störung des feindlichen Radars. Eine Weiterentwicklung sollte mit speziellen Klystronröhren versehen, die Zündanlagen der feindlichen Flugzeuge außer Kraft setzen. Solche Strom- und Zündabschaltungseffekte gehörten bald zu einem der typischsten Merkmale fast aller UFO-Einsätze. Verfolgt man UFO-Berichte der Zeit nach 1945, so ist immer wieder von Stromausfällen und Zündstörungen die Rede. Es dürfte kein Zufall sein, wenn auch anlässlich des großen Stromausfalls in New York Mitte der 60er Jahre UFOs gesichtet wurden. Dies führt uns nun wieder zu den sagenumwobenen Elektrogravitationstachyonen-Flugkreiseln der Haunebu-Serie, welche von den Geheimabteilungen U-13 und SSE-4 entwickelt und gebaut worden waren. Bis zum Waffenstillstand im Mai 1945 verfügte das Großdeutsche Reich über Elektrogravitationsflugkreisel der Typen Haunebu und Vriel, außerdem wahrscheinlich über mehrere einsatzbereite Miete V-7. Das Antriebssystem der Haunebu-Flugkreisel, der sogenannte Thule-Tachyonator, war ein Tachyonen-Elektrogravitationsantrieb in Kombination mit einem Van de Graaff-Bandgenerator, dem Kohler-Magnetapparat, einem Kohler-Energie- und Stromerzeuger sowie einem Marconi-Wirbelstrom-Kegeldynamo. Wir können uns hier eine recht gute Vorstellung davon machen, wie es in einer deutschen fliegenden Untertasse ausgesehen hat. Diese Zeichnungen stellen offenbar eine Vorserienversion des Haunebu 2-Typs dar, jenes Flugkreisels, den auch die meisten der vorhandenen Fotografien zeigen. Vielleicht ist eine kleine Vorserie dieses Versuchstyps gebaut worden. Die innere Raumanordnung ist hier recht gut zu erkennen. Wir sehen hier auch das Größenverhältnis Mensch-Flugkörper. Auf diesem Foto aus dem Jahre 1944 erkennen wir bereits die charakteristischen drei Kampfstände unterhalb des Flugkörpers. Ein viertes Geschütz scheint oben angebracht zu sein. Hier Fotografien eines Haunebu 2 Vorserienflugkreisels, aufgenommen vermutlich während Testflügen. Sehen wir nicht nur ein größeres Geschütz unten, sondern auch eine Markierung, die vielleicht das Zeichen der schwarzen Sonne darstellt. Das könnte, sofern es zutrifft, bedeuten, dass dieser Flugkreisel schon konkrete Einsatzaufgaben erfüllt hätte.
Womöglich in geheimer Mission für die Verwirklichung kommender Aufgaben? Welch gewaltigen Eindruck muss eine solche fliegende Untertasse im Vorbeiflug bereiten? Mit über 25 Metern Durchmesser und fast 10 Metern Höhe an der Mittelachse. Erst wenn man sich diese Größenverhältnisse vergegenwärtigt, kann man sich ausmalen, welchen Schrecken solch ein UFO dem Ahnungslosen bereiten kann. Hier nochmals die aus dem Oktober 1943 stammenden Haunebu-Pläne. Beim Durchlesen der technischen Angaben wird klar, dass hier etwas im Entstehen war, das allem bis dahin und bis auf den heutigen Tag bekannten turmhoch überlegen sein musste. Die Bedeutung des Namens Haunebu ist übrigens nicht schlüssig geklärt. Der Name ist so geheimnisvoll wie das Gerät selbst. Und doch zeigen diese Aufnahmen zweifelsfrei, das Geheimnis ist oder war Wirklichkeit. Mit zunehmender Wirksamkeit des Elektrogravitationsantriebs, also bei höherer Geschwindigkeit, verschwimmt die äußere Form des Flugkreisels für das menschliche Auge. Auf diesem Foto sehr gut spürbar. Bei Nacht ruft derselbe Effekt Leuchten hervor. In dieser Großaufnahme im Flug sind die Einzelheiten des Flugkreisels gut zu erkennen. Ein leichtes Geschütz oben, ein schweres Geschütz unten. Und nicht näher bestimmbare Ausbuchtungen vorn an der Kanzel. Auch auf dieser Aufnahme sind einige Details auszumachen. Damals flogen die UFOs also. Und heute? Hier eine Fotografie aus dem Iran, aufgenommen 1986 oder 87. Die Mehrzahl dieser Fotos zeigt Haunebu 2 Versuchsmuster mit Panzertürmen, die an der Unterseite der Flugscheiben montiert sind. Ganz eindeutig handelt es sich dabei um Türme der deutschen Standardpanzer Panther und Panzer 4.
Vermutlich waren dies aber lediglich Versuche und Schießtests mit den 7,5 cm Panzerkanonen. Die für die Flugkreisel vorgesehenen Elektrokanonen dürften noch nicht verfügbar gewesen sein. Das große Gewicht eines Panzerturms spielte für einen Elektrogravitationstachyonen-Flugkreisel keine Rolle. Ein schwer gepanzertes Haunebu II muss ohnehin an die 100 Tonnen gewogen haben. Ein Flugkörper, der jedoch sein eigenes Schwerefeld aufbaut, ist trotz solchen Gewichts so beweglich, als sei es gar nicht vorhanden. Sicherlich gab es noch Versuche mit verschiedenen andersartigen Bewaffnungen, von denen wir kein Fotomaterial besitzen. Man könnte sich vorstellen, dass die Überlegung bestand, mit solchen Flugkreiseln feindliche Panzerarmeen aus der Luft zu bekämpfen. Auf dem Papier gab es noch wesentlich größere Flugkreiselprojekte. Die Geschützanlagen, die wohl in Doppeltürmen geplant waren, lassen sich gut vorstellen. Auf dieser mit Haunebu IV bezeichneten Skizze, die eine Flugscheibe von gewaltiger Größe andeutet, scheinen ausfahrbare Kampfstände geplant gewesen zu sein. Größe und Gewicht bereiteten den Konstrukteuren also offenbar kein Kopfzerbrechen. Aber auch kleine und vergleichsweise geradezu handliche fliegende Untertassen standen auf dem Programm. Die Vril-Typen. Vril 1, von dem 17 Stück gebaut worden sein sollen, hatte einen Durchmesser von nur 11,56 Meter, erreichte 2900 Stundenkilometer und sollte mit einer ferngesteuerten Kanone bestückt werden. Die Fotos der Vorserienmuster zeigen diese Bewaffnung noch nicht. Vril 1 war also ein typischer Jäger. Weitere kleine Typen, Vril 2 und Vril 9, standen in Planung. Auf diesem Vril 9-Entwurf ist deutlich der Platz für den Piloten zu erkennen. Es sollte sich also um ein einsitziges Jagdflugzeug handeln. Interessant dazu der Vergleich mit einer nach Angaben des Astronauten Edwin Aldrich auf dem Mond gesichteten fliegenden Untertasse. Diese Fotografien zeigen aller Wahrscheinlichkeit nach ein Vorserienmuster des Flugscheibentyps Vril 1 im Testflug. Offenbar führt das Flugobjekt verschiedene Manöver in geringen Höhen aus. Ein Eindruck, der aber natürlich auch täuschen kann. Diese Flugscheibe ist offenkundig von anderer Bauart als die Haunebu-Typen. Thank you.
Interessant ist eine Ausschnittvergrößerung, auf der deutlich der Pilot in seiner Kanzel zu sehen ist. Wertvolle Publikationen zum Thema UFOs gibt die Hugin-Gesellschaft in Wetter heraus. So auch eine Sammlung verschiedenster Presseberichte, in die wir jetzt einen Blick tun wollen. Zum Beispiel heißt es, erste Flugscheibe flog 1945 in Prag. Oder Flugscheiben in Deutschland erfunden. Die Frage, ob die Erde unter Kontrolle der Flugscheiben steht, wurde auch aufgeworfen. Über Invasionsgefahr aus dem All wurde auch spekuliert. Auch über der Elbe soll eine rätselhafte Feuerkugel gesehen worden sein. Natürlich wurde auch über die Jagd auf UFOs berichtet. Der amerikanische Präsident Jimmy Carter soll ein UFO gesehen haben. Natürlich wird auch über verschiedene Beobachtungen auf der ganzen Erde berichtet. Zeitungsmeldung, die aufhorchen ließ. Der Präsident der USA und der Staatschef der UdSSR sprachen doch allen Ernstes über die Möglichkeit eines UFO-Angriffs. Passend dazu fällt ein Artikel der US-Zeitschrift Examiner vom 26. Januar 88 auf. Schlagzeile: UFO-Geheimnis gelöst. Und inhaltlich heißt es dann: Das Rätsel um die Außerirdischen ist längst gelöst. Die Außerirdischen sind in Wirklichkeit Nazis, die ein neues Reich schaffen wollen. Die Regierungen dieser Welt sind darüber bestens informiert, aber zugleich völlig verängstigt. In UFO-Berichten ist aber nicht nur von fliegenden Untertassen die Rede. Mitunter wird auch von riesigen, zigarrenförmigen Raumschiffen gesprochen, die ganz offenbar Mutterschiffe für fliegende Untertassen seien. Zigarren- oder zylinderförmige Großflugkörper, etwa wie dieser, tauchen immer wieder auf. Zumeist im Gefolge fliegender Untertassen, aber auch allein. In der Tat war die Idee zu einem Mutterschiff für Flugscheiben in Deutschland schon 1944 geboren worden. Vielleicht sogar früher, also gleich parallel zu den ersten Flugscheibenentwicklungen. Man gab diesem Projekt den weitreichenden Namen Andromeda-Gerät, ein Riesenraumschiff von 109 Metern Länge, angetrieben von 4 Thule-Triebwerken
und zur Aufnahme von einem Haunebu 2 und mehreren Vril bestimmt, die aus seitlich angelegten Luken aus- und einfliegen können sollten. Auch eine Bewaffnung durch ausfahrbare Geschütze war für das Andromeda-Gerät vorgesehen. Zwei Entwürfe solcher Ungetüme sind erhalten. Von der Realisation dieser Flugkörper ließen sich allerdings keine Spuren finden. Und dennoch scheint es sie zu geben. Verschiedene Fotos zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Weltgegenden sind gemacht worden, bei Tag und bei Nacht. Und die Riesenzigarren setzen Flugscheiben ab. Dieses von dem Amerikaner Georg Adamski fotografierte Raumschiff erweist sich als besonders interessant, denn aus der von ihm aufgenommenen Riesenzigarre kommen UFOs heraus, von denen er eines sehr gut fotografieren konnte. Und das ähnelt einem Haunebu 2 in verblüffender Weise. Zum Vergleich hier eine Computerrekonstruktion des deutschen Flugkreisels nach vorhandenen Haunebu 2-Plänen. ...1952, gleich nach dem von Adamski veröffentlichten Haunebu-Foto, werden alliierte Stellen rege. Ein geheimes CIA-Papier etwa besagt: Ein weltweites Meldesystem wurde geschaffen und allen großen Militärflughäfen wurde der Befehl erteilt, unidentifizierbare Flugobjekte abzufangen. Die CIA empfiehlt dem Nationalen Sicherheitsrat, welche Art der Informationspolitik gegenüber der Öffentlichkeit angewendet werden soll, damit das Risiko einer Panik vermindert wird. UFO-Fotos werden fortan beschlagnahmt. Man fürchtet sich vor den fliegenden Untertassen, denn man weiß wohl, dass sie nicht außerirdischer Herkunft sind. Bald darauf entsteht in Hollywood der Film Earth vs. Flying Saucers. Ein Film von außerordentlich brillanter Tricktechnik. Doch mittlerweile ist er spurlos verschwunden. UFO-Berichte gab und gibt es zahlreiche. Und viel Unsinn ist darunter, Märchen von Venusmenschen und kleinen grünen Männern. Aber ein kalifornischer Getreidehändler entdeckte ein gelandetes UFO, dessen Besatzung nicht etwa marsianisch, sondern deutsch sprach. Die Reaktion der US-Behörden auf seine Meldung? Verhaftung. Georg Adamski ließ es auf so etwas nicht ankommen. Er hatte halt Venusier gesehen. Die sonderbaren Zeichnungen, die Adamski bei dem Raumschiff vorfand, zeigen zwar Hakenkreuze. Und auf dem zigarrenförmigen Raumschiff waren die Zeichen der schwarzen Sonne gewesen. Doch Sie wissen schon, alles von der Venus. Die Schriftzeichen allerdings sind eher chaldäisch-babylonisch. Auch diese sonderbaren Abdrücke, die Adamski angeblich zum Enträtseln hinterlassen wurden, zeigen ein auf der Erde nicht ganz unbekanntes Symbol.
Georg Adamski hatte allerdings einen Co-Ufologen zur Seite gestellt bekommen, der auch Co-Autor seines Buches »Fliegende Untertassen sind gelandet« wurde. Desmond Leslie, zufällig ein Verwandter von Winston Churchill. Und von nun an wurde endgültig geklärt, dass ein Haunebu-2-Flugkreisel kein Haunebu-2-Flugkreisel, sondern ein Erkundungsraumschiff von der Venus sei. Woher nun kommen die UFOs, wenn nicht von fremden Planeten? Der Beantwortung dieser Frage werden wir vielleicht näher kommen, wenn wir um einige Jahrzehnte zurückblicken, in das Jahr 1938 und zur damaligen deutschen Antarktis-Expedition unter Kapitän Ritscher. Im Auftrag Hermann Görings unternommen, hatte diese Expedition nicht allein wissenschaftliche, sondern auch militärische Hintergründe. In der Antarktis entdeckten die Deutschen eisfreie Gebiete, Territorien, die bald von höchster Wichtigkeit für das Reich werden sollten. Hier der Originalauszug aus der Zeitschrift für nationalsozialistische Wirtschaftspolitik vom 5. Mai 1939. Das Flugzeugmutterschiff Schwabenland, nachdem das antarktische Gebiet Neuschwabenland getauft wurde.
Angehörige der deutschen Antarktis-Expedition von 1938-39 vollziehen die Inbesitznahme des unbewohnten Landes für das Reich. Diese Karte zeigt, an welchen Stellen des antarktischen Neuschwabenlandgebiets deutsche Fahnen platziert wurden. Und hier eine Dankurkunde des Reichsmarschalls Göring. Göring und die deutsche Luftwaffe hatten sich also ein Stützpunktterritorium geschaffen. Vielleicht auch auf Drängen der Verfechter der anderen Wissenschaft hin, die damals schon wussten, welche technischen Möglichkeiten sie zu verwirklichen gedachten. Hier eine Weltkarte aus jener Zeit. Das Antarktis-Territorium Neuschwabenland ist bereits offiziell als deutsches Gebiet verzeichnet. Die Mannschaft des Flugzeugmutterschiffs Schwabenland, in der Mitte Kapitän Alfred Ritscher. Auf dem Höhepunkt der Schlachten des Zweiten Weltkriegs kam auf Großadmiral Dönitz und die deutschen U-Boote eine geheimnisvolle Sonderaufgabe zu, deren Einzelheiten bis heute im Dunkel liegen. Die Absetzbewegung von Reservestreitkräften des letzten Bataillons. Deutsche U-Boote durchkreuzten zu jener Zeit alle Weltmeere, teils als Jäger, teils als Gejagte. Voluminöse Fracht-U-Boote waren entstanden und völlig neue U-Boot-Typen befanden sich in Bau. In dieser Zeit geschahen viele seltsame Dinge, von denen Genaues nicht bekannt ist. Menschen und Gerät wurden per U-Boot verschifft. Ständige U-Boot-Kontakte mit den japanischen Freunden und Verbündeten wurden unterhalten. Bald besaß die deutsche Marine einen U-Boot-Stützpunkt im fernen Osten, um noch besser mit Japan zusammenwirken zu können. Vieles spricht dafür, dass nun auch japanische Forscher und Geistesfreunde an den Projekten der anderen Wissenschaft mitwirkten. Der U-Boot-Verkehr zwischen Japan und Deutschland war außerordentlich rege. Und was eine Vereinigung deutschen und japanischen Erfindergenies zu leisten vermochte, das können wir uns gerade heutzutage gut vorstellen. Welche geheimnisvollen Ziele steuerten deutsche U-Boote während dieser Kriegsphase an? Eines dieser Ziele hieß vermutlich Antarktis. Die den U-Boot-Krieg betreffenden Papiere unterliegen noch immer strengster alliierter Geheimhaltung, was gewiss kein Zufall ist. So sind denn auch bis heute an die 100 deutsche U-Boote des Zweiten Weltkriegs unauffindbar. Sie sind weder vom Feind als vernichtet gemeldet, noch als selbst versenkt bekannt gegeben worden. Sie sind ganz einfach spurlos verschwunden. Eine ganze U-Boot-Flotte. Darunter Boote der legendären Type 21. Können aber 100 U-Boote einfach verschwinden? Oder haben sie vielleicht mit den seit 1945 immer wieder einmal gesichteten Gespenster-U-Booten etwas zu tun? Gibt es vielleicht irgendwo U-Boot-Bunker im ewigen Eis? In den offiziellen Unterlagen heißt es schlicht: Verbleib ungeklärt, Verbleib ungeklärt, Verbleib ungeklärt. U-Boot-Werften hatten mit gutem Grund eine Modulbauweise für U-Boote entwickelt. U-Boote, vor allem der neuen Typen 21 und 23, wurden dergestalt in Einzelmodulen vorgefertigt, sodass sie mit verhältnismäßig einfachen Mitteln an einem beliebigen Ort entmontiert werden konnten. Und große Fracht-U-Boote des Typs 10 waren in der Lage, solche Einzelbauteile zu transportieren. Auch hinter dieser Entwicklung dürfte ein besonderer Sinn gesteckt haben. Vorbereitungen auf den Krieg
nach dem Krieg. Das Foto eines sogenannten Geister-U-Boots unbekannter Herkunft. Dazu zum Vergleich ein deutsches U-Boot des Typs 23. Und auch auf Grönland gab es deutsche Stützpunkte. Diese nach dem Krieg veröffentlichte Zeichnung vermittelt einen Eindruck von der Möglichkeit geheimer UFO-Bunkeranlagen. Am 8.9. Mai 1945 aber schweigen in Europa die Waffen. Dunkel zieht auf, herrscht über das Licht. In Bedrängnis liegt Nordland gefangen. Die Leichen gefallener Helden vermodern am Fuße des Heiligen Bergs. Aus der babylonischen Weissagung Marduks Speer. Der Großadmiral und Reichspräsident Karl Dönitz unterzeichnete die Kapitulation der drei deutschen Wehrmachtsteile. Das Großdeutsche Reich hingegen kapitulierte nie. Deutschland hat also offiziell nie kapituliert. Riss Marduk den Speer aus dem Boden heraus, hob ihn auf und schleuderte ihn mit Wucht zur Erdenwelt nieder. Und während Marduk so tat, befahl Ishtar den Gestirnen, ein neues Licht auszustrahlen. Und dann tauchten die UFOs am Himmel der Erdenwelt auf. Und sie ähnelten wohl nicht zufällig den deutschen Konstruktionen. Wie hatte doch Hitler schon 1939 bei Kriegsbeginn gesagt: Und wenn der Feind ganz Deutschland überschwemmt, dann wird der Krieg vom Ausland fortgesetzt. Bald überflogen fliegende Untertassen sogar das Kapitol. In Washington brach Panik aus. Auf den Radarschirmen wurden die Flugbewegungen der UFOs verfolgt. Es war eine offene Herausforderung. Doch die US-Regierung ließ sich nicht zum Kampf provozieren und die UFO-Macht schien nicht den ersten Schuss abgeben zu wollen. Das war im Juli 1952. Inzwischen hat es aber bereits massive Konfrontationen zwischen den Alliierten und der UFO-Streitmacht gegeben. Im Winter 1946-47 unternahm die US Navy unter Führung von Admiral Richard E. Byrd eine groß angelegte Antarktis-Invasion, nur oberflächlich als wissenschaftliche Expedition getarnt. Das Unternehmen trug die Codebezeichnung High Jump, zu Deutsch Hochsprung. Nach gründlichen Vorbereitungen lief High Jump am 13. Februar 1947 an, um schon am 3. März überstürzt abgebrochen zu werden, nachdem mehrere Kampfflugzeuge spurlos verschwunden waren. Einzelheiten wurden nicht näher bekannt. Admiral Byrd sagte nach dem Abbruch seiner Mission, es sei bittere Wirklichkeit, dass im Falle eines neuen Krieges die Vereinigten Staaten von Fliegern angegriffen werden könnten, die in der Lage sind, von einem Pol zum anderen zu fliegen. Es müssten Schutzmaßnahmen gegen eine Invasion von Fliegern getroffen werden, die aus dem Polargebiet kommen. Er hob die Notwendigkeit besonderer Wachsamkeit entlang des gesamten antarktischen Eisgürtels hervor. Die Invasion des deutschen Gebiets Neuschwabenland war misslungen. Sonderbare Kräfte schienen da am Werk zu sein und sich gegen die Alliierten verschworen zu haben. Thank you.
interessant dazu eine Skizze hinsichtlich der Hauptflugrouten von UFOs. Alles dies bewegt sich aber natürlich im Bereich von Spekulationen, des Zusammensetzens zahlreicher Mosaiksteine, die ein ungefährliches Bild logischer Möglichkeiten ergeben. Möglichkeiten, die jedenfalls logischer sind als die Annahme, etwa wild gewordene Killer-Pinguine hätten Admiral Byrd samt seinen 4000 Mann in die Flucht geschlagen. Aber vielleicht wurde es den Alliierten in der Antarktis auch ganz einfach zu kalt. '58 aber war es soweit. Die Alliierten starteten ihre nächste große Antarktis-Unternehmung. Und diesmal fuhren sie stärkere Geschütze auf, nämlich Atomwaffen. Am 27. August, 30. August und 9. September wurde je eine Atomrakete in Richtung Neuschwabenland geschickt. Die drei Kernsprengköpfe explodierten am Himmel vor der Küste Neuschwabenlands. Und falls sich heute jemand über das Zustandekommen des Ozonlochs dort Gedanken macht, so wird ihm klar werden, dass das Rätselhafteste daran die Tatsache ist, dass so viele Forscher angeblich darüber rätseln. Doch auch der Kernwaffeneinsatz konnte den vermeintlichen Gegner und Bedroher der alliierten Weltherrschaft wohl nicht ausschalten. Vielleicht gab es ihn gar nicht. Aber wozu dann all der Aufwand und all die Verschleierung? Die UFOs jedenfalls flogen weiter, mit oder ohne Ozonloch. Dieses Foto eines angeblichen UFO-Kommandostands in der Antarktis kommt aus Amerika. Ob es echt ist, was den Ort anbelangt, lässt sich schwer sagen. Es könnte ebenso gut in Deutschland gemacht worden sein. Aber es kommen noch unfasslichere Dinge im Zusammenhang mit der deutschen Flugscheibenentwicklung auf uns zu. Die Dimension Weltall. Waren die ersten Menschen im All wirklich Russen und Amerikaner? Oder waren es Deutsche und Japaner? Es gibt Fragmente eines Berichts, der von einer Selbstopferunternehmung mit dem einzigen gebauten Haunebu-3-Flugkreisel spricht. Der Flug zum Mars. Das 71 Meter Durchmesser große Haunebu-3 konnte rechnerisch mit seinem Elektrogravitationsantrieb eine Entfernung von 75.264.000 Kilometern zurücklegen. Also die Entfernung Erde-Mars. Dann aber war der Elektrogravitationsantrieb bei den damals verfügbaren Legierungen verbraucht und musste ausgewechselt werden. Eine Marsreise war also eine Reise ohne Wiederkehr. Dennoch entschloss sich die SSE-4 im Frühjahr 1945 zu einem solchen Verzweiflungsakt. Vielleicht hoffte man tatsächlich, Hilfe durch außerirdische Verbündete zu gewinnen. Allein die wahrhaft verzweifelte Kriegslage jener Tage macht solche Gedanken begreifbar. Nichts blieb unversucht. Denn dass dieser Krieg ein Vernichtungskrieg gegen das ganze deutsche Volk war, nicht etwa bloß ein Kampf gegen Hitler, hatten Männer wie Churchill und Roosevelt offen ausgesprochen. Nach rund 8,5 Monaten Flugzeit erreichte Haunebu 3 also Mitte Januar 1946 den Mars. Der fast völlig verbrauchte Elektrogravitationsantrieb und die extrem dünne Atmosphäre des Mars haben Haunebu 3 wahrscheinlich keine glatte Landung gestattet. Allein die verhältnismäßig geringe Marsgravitation dürfte das Raumschiff vor einer schweren Bruchlandung bewahrt haben. Haunebu 3 landete also wohl einigermaßen verbeult und mit irreparablen Triebwerken Mitte Januar 1946 auf dem unbewohnten und lebensfeindlichen Planeten Mars. Rettung von hier war nicht zu erwarten. So fantastisch diese Geschichte auch anmuten mag, es spricht doch vieles dafür, dass sie sich tatsächlich zugetragen hat. Den Titel des größten Abenteuers der Menschheit verdiente dann sicher der Marsflug des deutschen Flugkreisels Haunebu 3. Wie wird seine Besatzung, die wahrscheinlich nicht nur aus Deutschen, sondern auch aus Japanern bestand, empfunden haben, als sie die karge Marslandschaft sahen? Welche Enttäuschung
muss diese Menschen erfasst haben, als sie erkannten, dass alles vergeblich gewesen war. Und als sie dann jene Gebilde sahen, die man für gewaltige Pyramidenbauten halten könnte, werden sie Hoffnung geschöpft haben, doch noch Leben zu finden. Und dann abermals Enttäuschung. Versuchen wir auf einen Moment, den Mars mit ihren Augen zu sehen. All die Merkwürdigkeiten, hinter denen vielleicht doch noch mehr steckt, als wir wissen und zu erkennen vermögen. Entdeckte die Besatzung von Haunebu 3 womöglich mehr? Dinge, die keine unbemannte Sonde zur Erde zu übermitteln imstande ist? Vielleicht Reste einer untergegangenen Kultur? Oder gar unterirdische Zufluchtsstätten? Wer kann wissen, wo Haunebu 3 heute liegt? Von meterhohem Marssand überweht und verloren. Ein steinernes Gesicht blickt vom Mars aus die Erde an, als dächte es an uralte Verse. Einsam trauert Marduk auf des Weltenbergs Gipfel. Verloren ist die Heimat der Götter. Nicht singen sie mehr, nicht feiern sie Feste, noch rüsten sie feurig zu Kampf. Selbst ihre Gedanken liegen in Ketten und Ishtar weint um ihr Volk. Auf Deutschland scheint es zu blicken, das steinerne Marsgesicht. Ruinen bedecken das Land wie den Mars. Dies war die Geschichte von Haunebu 3. Könnte es Nachfolger gehabt haben? Drang das Dritte Reich doch erfolgreich in die Fernen des Weltenraums vor? Wir wissen es nicht. Und man sollte nicht allzu sehr spekulieren. Wenn es etwas gibt, das die herrschenden Mächte dieser Welt offenbar nicht beherrschen, so sind es die UFOs. Eine Blamage gleichermaßen für die Westmächte wie für die Sowjetunion. UFOs tummeln sich über ihren Territorien, wie sie Lust haben. Weder Waffen noch Geld oder Logenklüngel vermögen sie aufzuhalten. Ein Haunebu-3-Typ im Anflug vom Mond auf die Erde? Was sonst könnte diese Teleskopaufnahme wohl zeigen? UFO-Fotos aus dem Weltall, zumeist Original-NASA-Aufnahmen, sind keine Seltenheit. Sie scheinen fast alltäglich zu sein. Haunebu-Typen, Vril und selbst Andromeda-Geräte, alles Halluzination auf unbestechlichem Fotomaterial? Halluzination nach deutschen Plänen?
Das große S auf der Mondoberfläche. Bedeutet es Stützpunkt? Invasion der Erde aus dem Weltall. Wird sie schon geprobt? Finden die letzten Manöver und Vorbereitungen vor den Nasen der Alliierten statt? Schlägt das Dritte Reich zurück? All dies scheinen unhaltbare Hypothesen zu sein. Unvorstellbar, unglaublich. Aber ein Blick auf das sich vervollständigende Mosaik muss einfach nachdenklich stimmen. Zu viele Steine dieses Mosaiks stellen handfeste Fakten dar. Das sind nicht alles Erfindungen oder Trugbilder. Es muss etwas dran sein an alledem. Selbst wenn der eine oder andere Punkt schließlich nicht zutreffend wäre, so muss bedacht werden, dass es womöglich noch viel mehr konkrete Fakten gibt, von denen wir keine Zeugnisse besitzen. Aus dem Blickwinkel dieser Möglichkeiten und Eventualitäten erscheint auch das vielbesprochene amerikanische SDI-Projekt plötzlich in einem anderen Licht. Vor allem, wenn man sich ins Bewusstsein ruft, dass die Amerikaner den Sowjets diese ihre Superwaffe auch zur Verfügung stellen wollen. Ganz abgesehen davon, dass die UdSSR sicherlich längst an ihrem eigenen SDI arbeitet. Ist der Zweck von SDI vielleicht der Versuch, eine erwartete Flugscheibeninvasion abzuwehren, wie auch schon eine amerikanische Zeitschrift vermutete? Ist die Bedeutung des Kriegs der Sterne eventuell viel wörtlicher zu nehmen, als allgemein verstanden wird? All dies mag nach wilder Spekulation klingen, aber sind diese Überlegungen wirklich so abwegig, wenn man die Zusammenstellung des Mosaiks überschaut? Fürchten die Großmächte eine Macht, die in Luft und Weltraum mächtiger ist als sie? Kehren wir noch einmal zur Esoterik zurück und hören wir aus der Offenbarung des neuen Salomon. Da wird der Triumph der Gerechten sein, der Tapferen, die ausharrten durch alle Schatten des Bösen. Wenn der dritte Sargon gekommen sein wird und die Schlachten wird geschlagen haben, so werden jene seine Schwerter gewesen sein, siegreich gegen vielfache Überzahl. Dann wird er über den Weltkreis gedonnert sein, mit feurigen Streitwagen, Blitze schleudernd gegen die Finsternis. Viele noch vorhandene Details konnten in dieser knappen Zeit nicht erwähnt werden. Etwa das allererste Flugscheibenprojekt der Welt, das 1928 in Deutschland auf dem Reißbrett entstand. Denn viele kleine Schritte, Ideen, Erfindungen, revolutionierende technische Gedanken, die alle in dieser oder jener Weise mit Anteil hatten, direkt oder indirekt, an den V7-Konstruktionen, den unkonventionellen Antrieben, den Haunebu, Vril und Andromeda-Flugkörpern. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber habt Mut. Ich habe die Welt besiegt. Johannes 17,33.